Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Nordfriesischen Marsch Vielfach am Donnerstag. Eine wunderschöne. So, ich muss da mal ein paar Leerpaletten mitnehmen. Wir haben am Hof leider komplette Palettenknappheit. Liegt aber auch daran, ich habe das auch richtig in die Kommentare geschrieben, dass ich wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach ein bisschen zu viel verkauft habe. Es gab ja mal eine Zeit, wo wir wirklich, hoppala, sehr, sehr viele Paletten hatten. Und da habe ich einfach mal ein paar verkauft, weil ich dachte, ach komm, was kostet die Welt? Kein Problem. Ja, und jetzt haben wir die Quittung dafür bekommen. Nicht gut, gar nicht gut. Aber wir haben ja tatsächlich ein funktionierendes Sägewerk, was das natürlich alles wieder wegmacht. Wir können tatsächlich noch ein paar mitnehmen. Wenn wir noch welche haben. Ah, 5 Palettchen. Gucke mal. Gucke mal, 5 Palettchen haben wir noch. Dann würde ich sagen, wir machen den Arbeitsmodus aus, laden das ab, Spanngurte drauf, Plane drüber und ab zum Hof mit dir. Sägewerk Hof. Jawohl, jawohl. Läuft. Aktivieren. Passt. Genau, es wird langsam dunkel, ne? Es wird langsam ein bisschen dämmerig hier auf der nordfriesischen Marsch. Oh, das ist natürlich nicht gut, was du da machst. Aber auch das muss leider so sein. Du wolltest, du wolltest hier. Ah, gut, alles klar, das sehe ich schon. Der ist gerade dabei, noch ein bisschen Pflanzenschutzmittel auszubringen, der gute Mann. Und der Erbetag ist fertig. Was hat er gemacht? Er hat gedüngt, meines Erachtens. Der hat gedüngt. Genau, da ist er, der gute Mann. Auf der 1. Die ist jetzt voll Dingens. Passt. Da fahren wir gleich rüber auf die 19. Versuchen da auch nochmal ein bisschen Dünger aufzuwerfen. Das wäre schön, wenn das klappen würde. Aber ja. Irgendein MN hängt fest. Schön. Bitte sag mir, der ist nicht umgefallen. Das wäre nicht so geil. Schon öfter passiert, aber wünscht sich eigentlich niemand so einen umgekippten LKW. Auch das klappt, das heißt, wir können auch hier düngen. Sehr gut. So langsam wird ein Schuh draus, ne? Haben wir hier? Ne, wir haben nicht hier angefangen. Oh Mann, ey. Gut, dann machen wir es anders, dann, weil ich die Zeit nicht habe. Fährst du bitte am ersten Wegpunkt hin. Ah. Warum? Warum, warum, warum? War der CP-Fahrer einfach ein bisschen zu schnell? Das vielleicht, könnte es daran liegen. Wir fahren das Ding jetzt alleine nach Hause. Ah, hier ist aber auch was los, du. Gut, dann bringen wir den nach Hause. Gut, der MB-Tag macht das eh alleine, das passt. Der kleine Klaas macht das auch alleine. Die dicke Bertha ist immer noch unterwegs mit dem großen Fendt. Das ist auch okay für mich. Und genau, die Brücke. Wir haben es am Dienstag nicht mal geschafft, die Brücke anzuschauen, wie weit die Brücke schon ist. Aber das können wir sehr, sehr gerne heute in dieser Folge machen. Dazu aber später mehr. Mal schauen, wie weit die Brücke ist. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir wieder ein paar Paletten in die Produktionen bekommen, weil, ja, da ist ein bisschen Knappheit. Und das muss ja eigentlich sein. Wir müssen auf alle Fälle zur Pelletfabrik, glaube ich. Ja, zur Pelletfabrik, da müssen wir auf alle Fälle hin. Jetzt mache ich das aber nochmal ganz kurz. Nee. War das jetzt nochmal? Nee, entladen Z. Jetzt ist richtig. So. Weil jetzt ist nämlich, liegt das alles drauf und ist es nicht mehr jetzt fixiert. Nur mit Spanngurten fixiert und nicht mehr mit der, ne, der anderen Art und Weise. Und genau, zur Molkerei, also zur Dingensbummenskirche müssen wir noch. Na, LKW über LKW. Alter, wie viele LKWs wir hier haben, ne? Katastrophe. Wir machen das anders. Ich hab gerade überlegt. Wir fahren da jetzt so rein. Und werden einfach vorwärts und dann rückwärts hier reinschieben. Das ist, glaube ich, besser. So. Alter, muss das Ding erstmal gelenkt bekommen, ne? Es ist. Es sind keine gelenkten Achsen dabei hinten, deswegen ist das gar nicht mal so einfach, wie es aussieht.
Dauert das was länger, oder? Ich habe gedacht, ich kann ja ganz easy cheesy einfach ein paar Dinge abladen, aber das war wohl nicht so. Dauert wohl einen Moment. Ich darf nicht alles weg verballern, ne? Wir brauchen echt noch was für die. Für die Joghurt, also nicht Joghurt, aber Käse, Frischkäse, Käse, Frischherstellung. Genau, nehmen wir die vier da hinten, das ist auch okay. Muss ja nicht randvoll sein, soll ja nur gut gefüllt sein. Haben wir's? So ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte. Nee, weniger als die Hälfte ist runter, so muss ich es formulieren. Weil vorne haben wir das Ding ja doppelt gestapelt. So, runter. Ah, sieht aber nicht noch viel aus, was hier liegt, ne? Muss man auch mal so sagen. Aber es wird abgeladen, schön. So, wir schauen nochmal die Runde. Der braucht noch 17 Minuten, das reicht für diese Folge. Der braucht noch 18 Minuten, das reicht auch, wenn er nicht leer wird. So, bevor es jetzt komplett dunkel ist, schauen wir uns nochmal ganz schnell die Brücke an. Ach, falsch, die war doch hier. Baustelle. Baustelle heißt das. So, wie weit ist denn die Baustelle? Oh, oh ja. Da sehe ich schon, ist es wieder ein bisschen vorangegangen hier. Das heißt, bald können wir da rüberfahren. Wir haben zwar kein Geld für das Feld, aber bald können wir da rüberfahren. Wobei 2,5 Millionen, ja, ist schon ordentlich Kohle, ne? Aber schön, geht weiter auf alle Fälle, freut mich. Genug Paletten oder was? Also, ah, war das nicht die Zelt... Ah, Quatsch mit Soße. Bei der Zellstofffabrik hätte ich die... Oh, nee, du. Doch, nee, du. Da muss ich jetzt nochmal, boah, warte. Das ist ganz schwierig gerade hier. Da bin ich wohl ein bisschen zu voreilig rumgecruised. Wir müssen nochmal ganz dringend hier... Wo war das? Hier vorne rein, oder? Wo gehört das hin? Weiß ich nicht mehr, wo... Ah, davor... Doch! Gerade... Also, wenn wir hier durchfahren und dann rechte Hand. Glaube ich, war das... Oh, ja, aber da bist du auch schon mal besser reingefahren, ne? Muss man mal so sagen. Der Hund guckt sich auch an und denkt so, Alter, was machst du da eigentlich? Weißt du was? Wir fahren außen rum. Wir fahren außen rum. Und zwar hier. Können wir da rückwärts reinschieben? Geht sich das aus von der Länge? Das ist eine Waschanlage. Es ist ein bisschen verkantet. Also verkantet ist das falsche Wort, aber so ein bisschen haben wir uns das schon selber verbaut, ne? Am Hof. Ja, ist doch gut. Pack doch nicht rum. Läuft das? Also wird das weniger? Oh ja. Gut, dann lassen wir mal so stehen. Gucken nochmal, was wir noch haben. Oh, das wird richtig dunkel hier, ne? Ich mag es gar nicht bei Dunkelheit arbeiten. Ich bin nicht ehrlich zu euch. So, jetzt lass uns mal kurz mal überlegen. Wenn wir jetzt vorspulen würden, ne? Die 3 ist ja fast fertig gesät. Das könnte man ja machen. Da fehlt nur ein bisschen noch. Die 2 müsste man nochmal düngen. Oh, die 19 dauert auch noch. Oh, die 21 müssen wir auch nochmal düngen. Oh nein. Ich kann jetzt aber auch keinen zweiten Dünger losschicken, weil das nicht gut ist. Das nicht gut ist. So, ich hoffe tatsächlich inständig, dass wir am nächsten Tag mal langsam hier aufmachen können. Ne? Da liegen Millionen von Silage-Dinger drinnen. Aber irgendwie... Das dauert so lange hier auf dieser Karte. Es ist unvorstellbar. Alles tippitoppi vorbereitet, aber nö.
Der Radar, der wird dann auch zum Einsatz kommen, da unten, glaube ich. Noch nicht fertig? Oder müssen wir noch ein Stück zurückschieben? Warte, kann ich aber so auch machen. Ja, wird weniger. Oder können wir den eigentlich schon mal wieder weg? Wir können auch was wegfahren. Guck mal, wir können ja mal schauen. Wir müssen ja vielleicht auch ein bisschen Profit machen, ne? Wir haben eigentlich ist alles momentan ganz gut. Wir nehmen mal, also was haben wir hier nochmal? Jetzt habe ich gerade Papier, Karton und, achso, Toilettenpapier ist ja reiner Verkauf, ne? Wie viele Paletten sind das? 20. Papier und Kartonage brauche ich aber sonst irgendwo. Müssen wir nochmal schauen. Bei der Käserei vielleicht? Da brauchen wir tatsächlich, nee, können wir ganz getrost verkaufen, weil da ist voll. Da ist voll. Und dieses Papier, glaube ich, da habe ich noch keine Verwendung für, ne? Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal anschauen, wo ist denn hier? Wann? Quatsch, warte. Karton. Okay. Klopapier haben wir hier beim Edeka tatsächlich. Na, guck an. Beim Edeka, ja. Jetzt schauen wir nochmal ganz fix. Den muss ich mal kurz markieren. Wie es denn mit den anderen Köstlichkeiten auf dem Markt aussieht. Zum Beispiel Käse, Frischkäse. Frischkäse können wir auch zu Edeka bringen. Das lohnt sich. Nee, bei Lidl gibt es mehr. Verdammt. Warte, da muss ich nochmal gucken. Toilettenpapier. 2100 bei Edeka. Okay. Dann lass uns mal nur mal das Toilettenpapier transportieren. Ist ja nicht so schlimm. Dann können wir ja nochmal fahren. Später ist ja kein Problem. Aber Toilettenpapier, ne? Ich sehe schon. Ich schon wieder, Hamsterkäufe sind schon wieder angesagt. Habe ich schon wieder Berichte gehört. Zumindest in Deutschland. Da müssen wir natürlich gegenhalten und müssen natürlich mehr produzieren, ist ganz klar. Toilettenpapier, zack, zack. So, meine Damen und Herren, ne? Toilettenpapier nur für Sie produziert. So, ich glaube, das ist aber erschwinglich tatsächlich, dass wir hier... So, plane drüber. Und du, mein Freund, fährst dann zu Edeka. Haben wir bestimmt auch einen Kurs, Edeka. Nee, Edeka war doch irgendwo in der Nähe. War das nicht beim Baumarkt in der Nähe? Okay. Edeka war doch... Richtig, beim Baumarkt. Komm, dann fährst du zum Baumarkt drüber. Und da können wir dann die da müsst ihr kurz rüberbiegen zum Edeka, ne? Ist nur gegenüber praktisch. Weil da kann man da schon mal ein bisschen was wieder liegen lassen und ein bisschen Geld verdienen. Wir müssen uns ja auch, weiß nicht, ob es diese Woche noch wird, aber vielleicht nächste Woche dann gleich mal schauen, dass wir uns die, eine weitere Produktion gönnen, ne? Stopp, halt, stopp. Wohin fährst denn du? Das ist nicht cool, was du da gerade gemacht hast. Böser Junge. Du kannst doch einfach den Weg weiterfahren. Was hältst du denn davon? Guck mal hier, ein wunderschöner Weg. Nimm doch einfach den. Was hältst du denn davon? Gute Idee, ne? Geil. Toll, freu mich. So, hier wird gearbeitet, man hört's. Was brauchen wir denn eigentlich noch alles in der Tellstofffabrik? Ist da irgendwas, was da gleich ausgeht? Hackschnitzel, haben wir denn noch Hackschnitzel? Frag für einen Freund. Ist kein guter Freund, aber ist ein Freund. Null. Wir haben keine Hackschnitzel mehr? Ehrlich? Wo? Ach nee, warte mal. Da war doch die Holzgeschichte, ne? Da war doch die Holzgeschichte irgendwas. Wie sieht denn das eigentlich aus jetzt mittlerweile am Sägewerk? Ich bin der Meinung, ich habe die Woche schon mal geschaut, aber... Schau gerne nochmal nach. Ah, die Holzstammfabrik läuft. Ah, da haben wir auch Leerpalette reingeworfen. Jetzt wird ein Schuh draus. Ah, steht auch noch ein paar Dinge ins Rum, ne? Naja. So, ein bisschen sortieren hier. Zack, läuft. Gut, ja, dann würde ich sagen, ein erfolgreicher Morgen. Also,
In-game ist es Abend, Real-Life ist es Morgen. Haben wir ihn zu uns gebracht. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns, wenn alles gut läuft, am Sonntag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Nordwestischen Marsch. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.